dicke Mahlzeit. Es hat mal jemand gesagt, für ihn ist das wirklich der echte Beweis, dass es Telepathie gibt, die Arbeit eines Dirigenten im Orchester. Und natürlich gibt es auch eine Technik, die nicht zu unterschätzen ist als Dirigent. Und auch eine Psychologie natürlich, des Dirigenten im Orchester. Es gibt eine, die verbale Kommunikation ist sehr wichtig, aber vor allem die nonverbale. Und das ist, was vielleicht dann auch im Konzert das meiste ausmacht. Schon den keltischen Druiden galt die Mistel als Heilmittel. Und diese Qualität hat sich in den Heilpflanzenbüchern bis in die Neuzeit erhalten. Aber erst Rudolf Steiner gab die Anregung, die Mistel für die Krebstherapie einzusetzen. Die Ärztin Ita Wegmann nahm diese Anregung auf und brachte sie zusammen mit dem Apotheker Adolf Hauser ab 1917 in die Praxis. Die Misteltherapie ist heute eine der am häufigsten angewandten komplementären Therapien für Krebspatienten in Europa. Also als wichtigstes Moment in der Misteltherapie, das auch von der Forschung her deutlich belegt ist, ist der Einfluss auf die Regulationsfähigkeit des gesamten Menschen. Das heißt, in der Chemotherapie oder der Situation der Krebserkrankungen hat man das oft, dass der Körper in dem Bereich seine Autonomie verliert. Und das Ganze geht dann auch einher mit einer großen inneren Erschöpfung. Das ist die sogenannte Fatigue, die sehr belastend sein kann. Und bei all diesen Aspekten hat sich gezeigt in der Forschung, dass die Misteltherapie sehr positiv diese Beschwerden lindern kann. Dass also die Menschen auch wieder in der Lage sind, Initiative zu entwickeln, soziale Kontakte zu pflegen und aus ihrem sozialen Rückzug herauskommen, bis hin dazu, dass sie auch ihr eigenes Krankheitsgeschehen reflektieren können. Kurz vor der Sommersonnenwende wird die Sommermistel geerntet, die gerade ihre Blätter entfaltet hat. Behutsam pflückt Hartmut Ramm am frühen Morgen die bedrohte Ulmenmistel aus den Bäumen, deren Bestand hier in der Nähe von Basel durch Kultivierung gesichert wird. Neben der Ulme sind unter anderem Apfelbaum, Eiche, Kiefer und Tanne weitere Wirtsbäume. Deren Mistelextrakte werden zu Arzneimitteln verarbeitet. Doch was ist das eigentlich für eine Wunderpflanze? Die Mistel ist eine Pflanze, die sehr stark auf die Unterstützung von anderen Wesen angewiesen ist. Das beginnt damit, dass sie auf den Baum angewiesen ist, um sich überhaupt auf der Erde, mit der Erde, ihr Leben zu gestalten. Sie ist darauf angewiesen, dass Vögel in der Natur überhaupt das junge Mistelwesen, den Embryo, aus der Frucht befreien, weil die Früchte sind selbst im Sommer jetzt noch an den Mistelbüschen und nur die Vögel befreien sie, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke. Wir Menschen können das auch. Und das Nächste ist eigentlich, dass sie auf uns Menschen in der Pharmazie angewiesen ist, dass wir aus ihr das machen, was sie eigentlich sein kann. Also dass die pharmazeutische Verarbeitung im Grunde genommen eine Fortsetzung von dem ist, was in der Natur angelegt ist, aber immer diese Qualität, Unterstützung von anderen Wesen zu bekommen. Die Mistel, die in strenger Ordnung kugelförmig am Baum wächst, enthält unter anderem zwei Gruppen von giftwirkenden Eiweißverbindungen, die Viskotoxine und die Mistellektine. Während sich die Viskotoxine vermehrt in den jungen Blättern der Sommerernte finden, konzentrieren sich die Mistellektine eher im Senker und den älteren Stängeln der Winterernte. Die kombinierten Mistelextrakte können toxisch auf Krebszellen wirken. Ja, man kann leicht auf dieses Bild hereinfallen, dass wenn man so Röntgenbilder sieht, der Tumor im Brustraum zum Beispiel, auf der Lunge, dass das so ähnlich aussieht wie die Mistel in der Krone des Baumes. Mein Bild ist, dass es genau das Gegenteil ist, dass die Mistel durch dieses reduzierte Wachstum, diese strikten Formen, dass sie im Grunde genommen Kräfte in sich konzentriert, die dem Tumorwachstum, dem normalen, unkontrollierten Raum und Zeit, unkontrollierten Tumorwachstum entgegengerichtet sind. Also ich würde sie eigentlich als das Gegenbild für den Tumor ansehen, in der Natur, im Grunde genommen geschaffen dafür, dem etwas entgegenzustellen. Um die in der Mistel gebundenen Kräfte bestmöglich zu erhalten,
werden die angelieferten Pflanzen handverlesen und frisch zum Mistelextrakt verarbeitet. Einmal im Sommer, einmal im Winter. Die Hersteller wenden unterschiedliche Konservierungsverfahren an. Dabei werden auch die Inhaltsstoffe der Pflanze für den menschlichen Organismus aufgeschlossen. Schließlich werden Sommer- und Wintermistelextrakte mithilfe eines speziellen Verfahrens aus der anthroposophischen Pharmazie vermischt. Die intensive Verwirbelung soll im Ergebnis eine gesteigerte Wirksamkeit gegenüber einer herkömmlichen Vermischung bewirken. Und dieses spezielle Verfahren sieht jetzt so aus, dass wir eine ganz schnell rotierende Scheibe haben. Darauf wird der Wintermistelextrakt gegeben und der spreitet jetzt durch die schnelle Rotation auf dieser Scheibenoberfläche, sodass wir einen ganz dünnen Flüssigkeitsfilm haben. Der Sommermistelextrakt, der fällt jetzt in Tropfenform in diesen Wintermistelextraktfilm hinein. Und es findet eine sehr intensive Vermischung statt. Wir befinden uns in der Klinik für Frauenheilkunde der Technischen Universität München. Zu Daniela Pepke kommen viele Patientinnen mit der Diagnose Brust- oder Eierstockkrebs. Oft stellen sie der Ärztin für integrative Onkologie Fragen zu erweiterten Behandlungsmöglichkeiten. So, Frau Pollack, wie geht's denn? Ganz gut, vielen Dank. Wir machen ja heute die zweite Nachsorge, gell? Mhm. Ist auch schon ein halbes Jahr. Ja, nach der Operation, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wir machen das so, dass wir die Patientinnen nach Wunsch oder auch wenn ich eine Notwendigkeit sehe, das wirklich auch anspreche und die Misteltherapie proaktiv auch anbiete. Unter der Chemotherapie, wirklich auch begleiten unter der Chemotherapie, da haben wir sehr schöne Daten, dass die Patienten die Chemotherapie besser vertragen. Und das ist auch das, was die Patienten zurückspiegeln. Eine gute Verträglichkeit, wir haben weniger Fatigue durch die Therapien. Und wir wissen auch, dass es keine Interaktion gibt. Ich wurde ganz super behandelt auch von der Schulmedizin her. Also wirklich, das steht außer Frage. Aber bei der Schulmedizin ist es immer noch so, dass man eine sehr passive Rolle einnimmt. Also ich meine, die Chemo macht ja was mit einem. Und man hat eine OP, das heißt, die Ärzte machen was mit einem. Die Bestrahlung macht was mit einem. Aber bei der Komplementärmedizin ist es tatsächlich so, dass man selbst aktiv werden kann als Patient. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ich spritze mir die Mistel. Ich mache den Sport, wissen Sie? Also das ist ja das, was mir so gut gefällt an der ganzen Sache. Die integrative Behandlung steht bei uns für alle Patienten zur Verfügung, also auch für Kassenpatientinnen. Und das ist eine Leistung, die, das muss man sagen, meiner Chefin zu verdanken ist, der Frau Professor Kiechler, die ganz klar gesagt hat, sie möchte nicht, dass das nur für Selbstzahler oder für Privatpatientinnen machbar ist, sondern dass wir genau die gleiche Leistung auch unseren Kassenpatienten anbieten. In einem Krankenkassensystem wie dem unsrigen ist es immer wieder eine Forderung, dass man das, was man tut und bezahlt haben will, auch gut belegt ist. Das heißt, wir sprechen von Evidenz. Und naturgemäß sind die Methoden der integrativen Onkologie nicht auf einem Evidenzniveau wie eine neue Chemotherapie, wie ein neuer Antikörper. Ich denke, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig, aber wir müssen darauf hinarbeiten, unsere Konzepte in irgendeiner Form zu evaluieren. Wir haben jetzt gerade, was die Misteltherapie angeht, glaube ich, wirklich Evidenz aus Meta-Analysen, was Lebensqualität angeht, was die Behandlung von Erschöpfung angeht. Wir haben sogar erste Studien, die zeigen, dass das Leben länger sein kann und es laufen dazu auch Projekte. Und tatsächlich belegen Auswertungen wissenschaftlicher Studien eine deutlich erhöhte Überlebensrate von Krebspatienten, die mit einem Mistelpräparat im Rahmen einer integrativen Therapie behandelt wurden. Das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin verfügt über ein onkologisches Zentrum, das von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert ist. Es genügt damit strengsten Auflagen, was Qualitätsmanagement und Datenanalyse betrifft. Unsere Datenbank enthält mittlerweile 20.000 Patienten, die über viele Jahre erfasst sind. Damit sind wir wahrscheinlich die größte Datenbank im Bereich integrative komplementäre Medizin in Deutschland. Wenn Menschen, also Patienten, eine konventionelle Therapie bekommen, Chemotherapie, Bestrahlung, dann wissen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass die Misteltherapie die Nebenwirkungen lindern kann. Und die Patienten können diese Therapie viel länger durchhalten. Und damit auch einen höheren Effekt erzielen. Also die Abbruchrate der konventionellen indizierten Medizin ist deutlich geringer.
Und das alleine hat einen wesentlichen Stellenwert oder kann in Zukunft einen wesentlichen Stellenwert für die Mistel bedeuten. Allerdings nicht alleinig, sondern in Kombination mit der klassischen onkologischen Therapie. Weshalb wir ja auch gerne von integrativer Medizin sprechen. Anthroposophische Medizin ist integrative Medizin. Also konkret an der Misteltherapie ist es so, dass die Mistel ein Medikament ist, was wir seit 70 Jahren in der anthroposophischen Medizin oder fast jetzt schon 100 Jahre eigentlich in der anthroposophischen Medizin benutzen. Es war aber bisher immer so, dass man nur den wässrigen Anteil aus der Mistel benutzt hat. Jetzt hat man gefunden, dass eben noch viel interessanter auch die nicht wässrigen Anteile, das sind also die sogenannten lipophilen oder ölig herauszudestillierenden Anteile der Mistel, auch Inhaltsstoffe haben, die hochspannend für die Onkologie sind. Und der eigentliche Schritt, den wir jetzt machen wollen, ist, das Ganze in die klinische Anwendung zu bringen. Das heißt, zu schauen, wie es eben bei bestimmten Tumoren eine Wirksamkeit entfaltet. Und das ist ein langer, steiniger Weg, der jetzt noch sicher einige Jahre dauern wird. Also ich fühle mich hier wirklich sehr wohl, von Anfang an. Also die Frau Dr. Pepke, die strahlt auch so eine Wärme aus und die sieht mich, also wirklich, die sieht mich nicht nur als Patient, sondern auch als Mensch. Und das bringt sie auch wirklich rüber. Also die fragt nicht nur einem oberflächlich, wie geht's einem, wie geht's mir, sondern sie will das auch wirklich wissen. Und sie fragt mich dann auch, wie ich gewisse Dinge vertrage, ob wir vielleicht noch was anderes umstellen können, dass es mir noch besser geht, dass ich mich wohler fühle, oder sie versucht mich zu unterstützen in der Umsetzung einfach. Ja. Das ist der Auftrag. Nicht bei der Evidenz stehen zu bleiben, nicht bei den Fakten stehen zu bleiben, sondern den anderen Menschen in seiner biografischen Situation zu verstehen. Wer meint, nur im Angesicht eines konkreten Befundes schon zu wissen, was zu tun ist, ohne mit dem anderen zu sprechen, hat von Medizin nichts verstanden. Weil von all dem, was richtig ist, gilt es ja, das Passende herauszufinden. Das herauszufinden, was zu dem kranken Menschen passt. Und zwar zu diesem individuellen Menschen.